Hallo, willkommen zurück zu Hearthstone mit mir, Maru. Weiter geht's in der Arena. Mit dem Priester, der schlechter aussieht als er ist. Oder besser aussieht als er ist. Eins von beiden. Mal schauen. Beginnt schon mal. Ja, medium gut. Gegen einen Rutsch. Mit Schlimmeres. Das Licht wird den Sieg bringen. Mach verschiedene Hebel auch mal auf, damit kann man nämlich vielleicht einen guten Trade machen mit der Kanone. Und haben den Museumswetter, falls wir Machtwortschild nicht brauchen. Das ist doch ganz gut. So. Eine Runde, weil wir haben mit Machtwortschild die Option, einen 3-2er zu töten. Und wenn er einen 2-3er spielt, spielen wir den hier. Wenn wir Machtwortschilder zu nutzen können, dann den 2-3er zu töten, den er spielt. Goldener Schurke auch noch. Bei meiner Kreatur passt der Feld rein, brauchen wir noch. Her damit. Ein Schröder. Unser Trade machen, was primär sie wenig, deswegen Face. Der 1-2 hat seinen Job schon erfüllt. Er ist der 3-4, der rechts daneben liegt. Das heißt, also wenn beide Karten an dem Schredder sterben würden, dann wäre es ein Kack-Move gewesen. Umso besser. Okay. Mein Schild für Er kann gerne 4-2 traden, dann wird auch mein 2-1er gebufft oder killt ein 2-1er, wird mein 2-3er gebufft. Hops, wie gesprungen. Hat er 5 Mana, muss ich bedenken. Ich habe mit der Heiligen Nova 4 Schaden, die ich mein Ziel machen kann. Das heißt, solange es jetzt kein Mörderviech ist, ist alles okay. Vielen Dank. Ja. Auf in die Bresche. Die andere Play wäre schlechter gewesen, daher alles okay. Er hat 7 Mana. Hoffentlich hat er keinen Dr. Boom. Snake, der mit einem Agentumreiter. Schattenpannen. Dalak. Dann fehlt der Seebär. Oh, Mercator. Was haben wir noch im Deck? Wir haben gute Karten im Deck. Noch einen Kultisten. Keine Sorge, Darlings, die Kavallerie in die Bresche. Wenn ich dumme Fiese mit hinten macht, wir wollen eh Karten ziehen. Okay. Eure Mutter war ein Murloc. Okay, unsere Mutter war schon wieder ein Murloc. Ihr Mana. Vielen Dank. Noch ein Plünderer, okay. Baiten wir für die nächste Heilige Nova. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh, fies. Hätte er andersrum machen können. Ja. Muss für die Nova spielen, aber ich habe den nächsten Kreis, kassiere über viel Schaden. Aber das muss ich machen.
Das kassiere ich 7 Damage. Und hoffen mal, dass er nichts ausspielen kann. Er hat eine Münze und zwei Karten. Ich könnte den Sonnen. Oh shit. Ja, der bringt mir gerade nichts. Die bringen da mehr. Coin. Combo. Oh, hat eine Visco weggezogen. GG. Ja. Nämlich so gut wie am Arsch. Hätte auch ohne Coin funktioniert. Naja, mit Coin hätte er nicht so starke Minions bekommen. Nee, dafür hat er die Coin gebraucht jetzt. Ja doch. Das war. Man nennt es Hopdeck. Ja, ich kann, glaube ich, so gut wie nichts ziehen, was mich jetzt rettet. Weiter discoveren. Schatten war tot. Yeah! Also, die Reihenfolge hat funktioniert, ne, aber. Okay. Hätte in der Runde vorher funktioniert. Aber da hatten wir das Tempo verloren zu früh. Und da waren wir am Arsch. Ohne das Ausweiden hätte er aber ziemliche AK gehabt, glaube ich, in dem Moment. Weil er hätte 7-4 einen traden können. Ich hätte diese Karte gezogen. Und hätte damit noch eine Runde überlebt, hätte mich heilen können. Hätte vielleicht Blitzhaltung gezogen. Ja. War gegen Jäger mit Münze. Eigentlich würde ich die Karte eigentlich aufheben, ne? Aber ich heb die Karte auf. Die Chance ist so groß, dass wir nichts Besseres ziehen. Grüße. Und damit kann ich einfach das Board clearen, um wieder zurückzukommen. Die Auswahl an 2-Mana-Karten, die wir haben, ist eh nicht so groß. Und er spielt eine 1-Mana-Karte. Beide. Ein Bärchen. Keine Sorge, Alex. Die Kavallerie ist da. Coin, ihr Mana. Ich lasse die Runde. Und M. Okay. Na? Die Verdammten stehen bereit. Lohnt sich doch, nicht? Oh, der smogt aber. Mann, ist das ein Smog? Die wilden Tiere gehorchen meinem Befehl. Oh, ein Corndog. Na, ein Glück haben wir die hier. Das wäre jetzt schrecklich ohne die. Kampffrei ist ein Discover, okay. Das heißt, wir können den Publikumsliebling somit buffen. Umso geiler. Den Raptor. Na, geht face. Und Felix muss mich heilen. Nein. Ist okay. Ist ein Taunt.
Ganz ehrlich? Der Schäben ist viel schlimmer als die Heilige Nova, weil ich ja immer noch mein freigeliges Unheil und kann nächste Runde einen dicken Taunt da hinsetzen. Und danach noch einen dicken Taunt und danach noch einen dicken Taunt. Also, alles okay. Was ist, wenn ich jetzt eine Falle spiele? Ja, das ist günstig. Face schießen. Dann noch ein Schnellfeuer? Wow. Schilde hoch. Da ist jemand bei Hateful. Das ist ein Taunt. Oha. Nächste Charge mehr. Hey, das macht Vodrum, wird ihn zum Aufgeben bringen. Ich frage mich, ob... Falsch rum. Lernst doch erstmal spielen. Jetzt wär's laut! Willkommen in der Ausstellung! Eigentlich müsste er jetzt aufgeben, wenn er die Karte gesehen hat. Was würde er jetzt noch machen zum Clearen? Oh. Nö. Heilen. Facen. Na? GS Gau Gau hat ein Smog mit dir wohl nichts gebracht. Ich glaube, hätte er dich gesmogt, hätte er sogar gewonnen, glaube ich. Was hat die Zeit? 14. Für einen reicht es eigentlich nicht mehr. Ne? Ach, mach mal egal. Nur für euch. So, wir beginnen mit Anduin. Ohne Coin schon mal. Ich muss die Wildnis schützen. Und mit zwei Heiligen oben. Ist zwar an sich ganz cool, aber nee. Damit kann ich schon besser leben. Damit kann ich wieder überhaupt was spielen. Das ist schon mal viel wert. Und dann kommt die Nova. Wie immer Coins zu Drop. Oh, One Drop. Wunderbar, dann zwinge ich in nächste Runde was zu tun. Die Hero Power zu benutzen. Oder
Wollte gerade sagen. So, wir müssen die Heldenfähigkeit benutzen. Man muss den 2-1 und den 2-3 schicken und die Heldenfähigkeit benutzen. Da hat er keinen Mana, dann kann ich den Drachen spielen gegen ein Krokodil. Ich kann nicht so ohne mit der Heiligen Nova sogar das Krokodil noch clearen. Oh. Okay. Ich kann trotzdem nicht so ohne das Krokodil clearen. Ein Silence wäre jetzt allerdings doof. Ein kleines bisschen. Aber ich glaube, den hätte er schon vorher gespielt. Den 2-4er zumindest. Den 4-3er Silence hat er natürlich nicht gespielt. Ist okay. 3 Mana. Das ist nicht mehr okay. Ich kann ihm nur 6 Schaden machen. So. Wenn der Angriff werde ich geheilt, das heißt, er kann mir eh nicht face gehen damit. Er tradet halt gegen den Drachen. Hat er gemacht. Ich dachte nicht, wenn ich das Ding nicht gespielt hätte. Okay. Das mit hohem Kartenwert kontern, sonst verliere ich. Ich muss die Heilige Nova irgendwie einsetzen, um viel zu clearen. Kurz rückdenken, hätte ich mit dem Drachen angegriffen, mit der Wirbelwind gehabt, hätte trotzdem clearen können. Das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Hat es getopdeckt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, oder nicht. Okay. Willkommen in der Ausstellung. Für nächste Runde. Problem ist, wenn er gute Karten hat, bin ich am Arsch. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Banzai! Banzai! Weil das gibt mir ziemlich viel Power auf dem Board jetzt. Kein Problem. Overtime? Nö. Angriff! Holt ihr euch! Hallo! Ihn und, nee, ich möchte ihn selber spielen. Da wir noch einen Taunt haben, ist der eigentlich ganz schlecht. Gar nicht schlecht. Holt ihr euch! So, und. Zurück mit euch, ihr heutige. Zwing ihn mal zu traden. Die Spinne überlebt und ich meinen eigenen Baum da hinstellen kann. Na komm, Kollege. Nicht so lang denken, Karten schenken.
Er ist eingeschlafen. Verdammt. Overload. Er hat 3 Karten. Ich meine, die Optionen sind grenzenlos. Hey, er hat auch gewonnen. Kein Problem. Kein Problem. Ganz wenig Problem. Kein Problem. Er folgt, da kann man jetzt den Halibunova spielen. Und verraten die unsere Karten, die wir aufkommen die ganze Zeit. Aber so hätten wir sie getopdeckt, damit er sich ärgert. Das will er nicht fluchen. Die Coin bringt herzlich wenig. Aber jetzt können wir nur Mana-Karte ziehen, dann bringt die Coin ihm wieder was. Naja, immerhin. Machen wir es verziehen. Eigentlich ist Unheil. Das ist gerade ungünstig. Deswegen. Alle Ignora. Ich heile. Okay, er heilt. Er hat ihm 2 die ganze Zeit, ne? Angriff! Holt sie euch! Dann möchte ich lieber loswerden. Ganz schön viel HP, die er durchbekommt, aber. Ich mag Raubzüge! Das sind Preise, die wir vielleicht bezahlen müssen, um zu überleben. Also, wir könnten Trade. Das Trade. Und dann hätte er nichts. Wir könnten den spielen, der würde aber sterben. Und dann muss er aber top decken, also das ist eh besser. Und deswegen spielen wir lieber Power. Nur die Helfigkeit benutzen. Traded. Und er hat nichts mehr auf dem Feld, auch die 2 Karten, die er in der Hand hat. Es hat noch 8 Mana. Und ich habe 6 Power, beziehungsweise ziemlich viel mehr stärkere Power später. Kann auf jeden Fall noch gute Karten ziehen. Wenn er ein Bäumchen zieht, bin ich ziemlich im Arsch. Das könnt ihr nicht ernst machen. Oder bin ich gar nicht. Ja, ich muss den hier heilen. Im Endeffekt. In dem Fall. Wait. 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 Und dann haben wir jetzt. Welcher Wicht? Gewiefter Wicht. Nörgelnder Wicht. Ha! 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 Er swiped. Gut gespielt. Auf einen der Wichte. Und der gibt er auf. So, das war's aber für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und sage euch dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios.